Wie ihr seht, schau, das Fell ist wieder weg. Also, ist eigentlich recht ärgerlich, wenn man ein paar Sachen gefunden hat, die man sich umfärben kann und dann ist es wieder weg. Das ist hier so ein nachgebauter Friedhof. Der war damals für ein Event. Aber das Event läuft nicht mehr. Da musste man irgendwie so verlorene Seelen einsammeln oder sowas. Ich weiß es nicht, ich habe es auch nur gelesen. Weil ich spiele selber erst seit einer Woche dieses Online-Roleplay-Game. Und ja, nicht viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ist auf jeden Fall ein Online-Roleplay-Spiel, wo es kein Chat und keine Aufgaben und keine Ziele gibt, sondern du bist ein Hirsch, beziehungsweise in meinem Fall ein Reh, und rennst dir durch den Wald. Und kommunizierst mit den anderen durch Emotes. Es gibt auch keine Namen, sondern ihr habt hier schon diese... Ach, halt die Fresse. Die ich halt weg. Ihr habt bestimmt schon diese leuchtenden Dinger da über unseren Köpfen gemerkt, die auch über meinen Kopf ist. Das sind Piktogramme, die kann man sich bei der Registrierung aussuchen, wie die aussehen. Und das ist dann so gesehen der Name bzw. die Kennzeichnung von eurem Fisch. Manche gibt's, die sagen, dieses Spiel ist total lame, das macht überhaupt keinen Spaß. Dann gibt's wieder andere, die sagen, es macht nur 30 Minuten Spaß. Die nächsten sagen wieder, damit kann man sich das Online-Spielen abgewöhnen, weil das Spiel anscheinend so langweilig ist, dass man nur ein paar Minuten oder sowas drin ist und dann war's das wieder. Die nächsten sagen einfach wieder, das Spiel ist einfach der totale Hammer, sie können dabei entspannen, sie müssen nichts machen, sie können just for fun irgendwie rumlaufen. Und ich kann alle so ein bisschen verstehen, würde ich ehrlich sagen, alle Meinungen. Es ist halt unterschiedlich, die Menschen sind unterschiedlich und die spielen halt, wie sie wollen, die haben andere Interessen. Und das ist dann nun mal so. Jo, jetzt habe ich euch eigentlich, glaube ich, den Großteil gezeigt. Ja, genau, man kann auch noch bei so Bäumen, so ein paar Bäume haben auch so Pilze dran, die kann man auch runterfressen, dann bekommt man eine Maske. Irgendwo hier in der Nähe gibt es auch so einen Baum, wo man das kann, aber ich weiß es gerade nicht, wo der ist. Auf jeden Fall gibt es sowas. Genau. Und wenn man sich auch eine Weile neben einen schlafenden Hirsch hinsetzt, also hinlegt, dann bekommt man so eine Fähigkeit, dass man dem anderen Hirsch ein Fell geben kann. Und es gibt halt so ein paar Sachen, so ein paar Orte hier in diesem Spiel, die einfach ganz lustig und interessant sind und einfach auch manchmal Spaß machen. Also ich finde es wirklich ganz lustig. Ach ja, und wenn man da läuft, man läuft und läuft und läuft immer in dieselbe Richtung, man kommt nicht irgendwie vor eine Wand, es geht immer weiter. Also das ist wirklich, es heißt ja The Endless Forest und es ist wirklich The Endless Forest. Es ist wirklich ein endloser Wald, da kannst du laufen und laufen und laufen und da kommst dann kein Ende. Ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt's eigentlich gar nicht zu sagen hier. Müsst ihr aber selber entscheiden, müsst ihr euch angucken, bei Bedarf downloaden, wenn nicht, dann nicht. Macht wie ihr wollt. Macht wie ihr wollt, wie ihr denkt, wird schon richtig sein. Und für meine anderen Videos, klickt einfach auf meinen Namen, auf meinen Kanal, den habe ich jetzt übrigens wieder schön hergerichtet. Und abonniert mich oder abonniert mich nicht. Bin jetzt auch bei Facebook, da könnt ihr mich auch abonnieren. Da bekommt ihr dann immer auch die Infos und zuerst die, wenn irgendeine Verlosung oder Gewinnspiel ansteht, bekommt ihr da immer sofort, wisst ihr da immer sofort Bescheid. Und würde mich freuen, wenn ihr mich hier abonniert und auf Facebook abonniert und vielleicht sieht man sich ja auf der Gamescom dieses Jahr in Köln. Das wäre echt toll. Also beim Video Day bin ich da sicher eine Weile. Und man wird sehen, ne? Gut, dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen natürlich. Tschüss.